Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Storytime auf Takami Galaxy. Heute erzählen wir euch mal von unserer ersten Meditationserfahrung. Wir haben ja schon erzählt, wie wir irgendwie in Kontakt mit Meditation gekommen sind das erste Mal. Es war eine ziemlich crazy Story. Heute wollen wir euch davon erzählen, wann war denn das erste Mal, dass wir wirklich bewusst meditiert haben oder dass wir uns zumindest daran erinnern können, dass wir meditiert haben. Weißt du, Vergo, du hast schon gesagt, du, ich kann mich nicht erinnern, muss ich sagen. Ich habe vage Vorstellungen, wann es hätte sein können, aber genau diese Erinnerung an die allererste Meditation, die habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich nicht. Ich habe ein paar Ideen, die werde ich gleich mal teilen. Was war denn deine erste Meditation? Soll ich anfangen? Ja. Okay. Meine erste Meditation, oder zumindest die erste Meditation, an die ich mich bewusst erinnern kann, war in Japan. Und zwar gibt es in Japan ja sogenannte Zen-Gärten. Weiß nicht, ob ihr schon mal von gehört habt. Das sind einfach sehr, sehr außergewöhnliche Gärten, die meistens vor einem Tempel sind, vor einem sogenannten Zen-Tempel, wo halt eben verschiedenste Menschengruppierungen, die sogenannten Zen-Buddhisten leben und diesen Garten pflegen. Und der Saga nach, davon hatte ich mal in irgendeinem Zen-Geschichtenbuch gelesen, der Saga nach offenbart, dass Meditieren vor einem solchen Garten einem den Sinn des Lebens. Und als ich da also in Japan war, habe ich viele solche Zen-Gärten gesehen, wahnsinnig viele, und ich war auch echt beeindruckend davon und hatte die ganze Zeit diesen Satz im Kopf. Also die ganze Zeit habe ich das irgendwie mit mir rumgetragen. Würde ich mich jetzt einfach da hinsetzen und meditieren? Dann, also ich meine, so, aber ich bin jetzt nicht wirklich abergläubisch, aber dieser Satz hat mich halt, ne, der war halt irgendwie da. Und ich meine, meditieren, da ist ja eigentlich nicht wirklich was dabei. Ich habe halt gehört, man setzt sich hin, man ist einfach still, macht die Augen vielleicht zu. Und so habe ich dann irgendwann mir einen der berühmtesten Zen-Tempel rausgesucht. Ich glaube, Kuon-ji hieß der Tempel dafür. Und habe mich dann in den Sitzbereich oder in den Tempel reingesetzt und rausgeschaut auf den Garten. Habe mich einfach hingesetzt im Schneidersitz und angefangen zu meditieren. Das war aber an sich eigentlich eine totale Horrorerfahrung. Sinn des Lebens, vielleicht im tiefsten Sinne habe ich vielleicht den Sinn des Lebens dort erfahren, aber es waren so unfassbar viele Leute ausgerechnet bei diesem Tempel. Ich dachte halt, ja geil, der berühmteste Tempel, der berühmteste Zen-Garten, das wird bestimmt cool, aber es waren so viele Leute da, dass ich eigentlich nicht einen einzigen Moment der Stille hatte, sondern ständig sind irgendwie Leute lang getrappelt, irgendein Foto knipsen im Hintergrund, und es war mega unspektakulär. Also der Garten war wunderschön, aber weil ich halt auch die Augen zugemacht habe zum Meditieren, habe ich auch nichts vom Garten gesehen. So, das war eine perfekte Übung, sag ich mal. Das war ein kompletter Reinfall. Vor mir dieser wunderschöne Garten und diese wunderschöne Szenerie. Ich mache die Augen zu, setze mich hin, probiere irgendwie in Stille zu atmen, und um mich herum ist ein übelster Kindergarten. Naja. Es ist nur sehr, sehr voll hier. Es ist natürlich eine wahnsinnige Touristenattraktion. Ihr seht viele Leute hier. Die perfekte Übung. Die perfekte Übung, schön. Genau. Und das war tatsächlich meine erste Meditationserfahrung, wo ich mir gedacht habe, ja gut, also ganz ehrlich, das kann ich mir auch sparen. Da kann ich auch einfach mit Augen auf da rumsitzen und ein bisschen den Garten anschauen. Ich würde auch behaupten, also heute würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ebenfalls Meditation ist. Und dass das auch wahrscheinlich bei einem Zen-Garten viel eher noch Sinn ergibt, die Augen zu öffnen. Aber naja, das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Komplettes Chaos, komplette Eskalation, und ich habe überhaupt nichts von der Meditation in dem Sinne gehalten, dass ich gedacht habe, Alter, wow. So einen Wow-Effekt hatte ich null und nichtig. Ne? Weiß ja nicht, was ihr so von Meditation denkt, aber mittlerweile kann ich halt echt sagen, Meditation ist ein Alltagsding, ist eine Gewohnheit bei mir geworden, ist richtig, richtig schön. Finde, will ich auf jeden Fall in meinem Alltag nicht missen. Aber das war meine erste Erfahrung. Kompletter Reinfall eigentlich. Mhm. Ja, schön. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen zurückerinnert, wie es so bei mir war. Ne? Okay. Bei mir war es, glaube ich, so, dass ich, bevor ich angefangen habe zu meditieren, über Meditation etwas gelernt habe. Heißt, ich bin irgendwie mal auf YouTube über Alan Watts gestolpert. Ich bin über Ram Dass gestolpert und über so einige andere Personen noch, wo ich von dem Konzept von der Meditation irgendwie gehört habe. Ich weiß nicht wieso, aber ich kam dann einen gewissen Zeitraum lang nicht auf die Idee, das mal auszuprobieren, sondern habe einfach mehr und mehr über Spiritualität, Philosophie, Zen-Buddhismus und verschiedene andere Dinge halt einfach gelernt und habe mich da einfach weiter informiert. So. Und ich glaube, dann war es irgendwann mal der Fall, dass ich irgendwie auch Daisetsu Suzuki, da habe ich ein Buch gekauft irgendwie zu Zen-Buddhismus, das war auch nochmal ein guter Klickmoment auf jeden Fall. Und irgendwann habe ich mir, glaube ich, gedacht, gut, dann
machst du doch einfach mal irgendwie eine geführte Meditation. Und ich weiß nicht mehr, welche es war. War es eine von Ram Dass oder war es eine von Alan Watts? Ich denke mal, irgendwann habe ich mich mal dahingesetzt oder vielleicht auch eine von Moji und so eine geführte Meditation ausprobiert. Wann es war? Keine Ahnung. Deine erste Meditation war eine geführte Meditation? Ich glaube schon. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Ich glaube schon. Ist ja witzig. Ich habe halt nie von geführten Meditationen gehört. Das erste Mal, als ich irgendwie wirklich, wirklich, wirklich lange schon meditiert habe, ab und zu mal, erst dann habe ich irgendwann gehört, dass es Leute gibt, die führen einen durch eine Meditation. Über MP3 oder sonst was. Ich habe davon noch nie gehört vorher. Ja. Also nicht mal annähernd. Das ist ja witzig. Und das war deine erste Berührung? Ich glaube schon, dass es eine geführte war. Ja crazy. Kann auch sein, dass es eine stille war. Irgendwann habe ich dann auch hier, könnt ihr auf dem Hauptkanal Takami sehen, da habe ich mir gedacht, so mit verschiedenen Versuchen davor auch schon irgendwie versucht zu meditieren, ab und zu mal mich hingesetzt in die Stille oder sowas. Aber diese Gewohnheit kam nie wirklich rein. Da hatte ich dann mal die Challenge gesetzt, ich meditiere jetzt. Was waren das, 60 Tage, 30 Tage? 30 Tage, 100 Tage? 100 Tage. 60 Minuten am Tag meditieren. Mhm. Und da gibt es zwei Videos zu auf Takami, die sind etwas slow pacing, sag ich mal, aber da bin ich so ein bisschen mehr in die Meditation auf jeden Fall reingekommen und habe das noch ein bisschen mehr kennengelernt. Ja, aber davor war es wirklich einfach nur viel darüber lesen, viel darüber lernen, viel darüber hören, aber es einfach selber nicht ausprobieren, bis es dann halt irgendwann dazu gekommen ist. Aber es war super, auch das ganze Wissen einfach zu haben oder dieses Verständnis dafür zu haben, worum es da überhaupt geht. Ich hatte keine Ahnung, ich habe mich da hingesetzt und habe gedacht, jetzt kommt der Sinn des Lebens schon irgendwie. Genau. Ja gut. Ja. Okay, sofern ich mich erinnern kann. In dem Sinne, mit vollem Magen, lässt es sich am besten schlafen. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonniert auch gerne unseren Kanal, abonniert auch gerne unseren Instagram-Kanal, abonniert auch gerne unseren Hauptkanal Takami. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag.